So, heute sind wir in der Camargue und gehen jetzt in den Parc de Ornithologie, genau, und schauen uns die Vögelchen an und die schöne Natur. Tu vois, il commence juste à être. Là, quand ils sont tout rose comme ça, c'est quand ils ont mangé des crevettes. Tu vois. Là, c'est beau, ça, là. Da kommt einer. Wow. Voll schön. Hui, er hat ihn weggeschubst, also sowas. Ist nicht frech? Ganze. Scheint zu schmecken da. Schlammkörb.
jetzt schimpft er. Den haben wir erschreckt. Was ist denn der Feuerrot? Fireflies. Wieso? Die eine ist doch noch da. Und da ist sie jetzt auch wieder. Die sind auch lieber im Schatten. Das sind Fireflies. Fireflies. Schön sind die. Wo sind wir? Da unten. Da, wo Platsch ist. Ja. Ja. Jetzt ist die große Tour echt gehen, ey, von 4,5 Kilometer. Ich würde sagen, wir machen heute nur die. Das sind die Heron. Eigentlich sollte es bedeckt und wolkig sein, ist es aber nicht. Darum habe ich mich jetzt schon eingetütet. Ja, hoffen wir mal, wir kriegen keinen Sonnenbrand, ne? Aber ein sehr, 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 sehr schöner Park. Aber am besten wirklich an einem bedeckten Tag hier hingehen, weil die meisten Flächen sind doch offen und sonnig. So, wir haben einen nächsten Hotspot.
Bingo. Schmetterbrie. Sind Libellen. Riesenvogelschutzgebiet hier. Ein Ofenrohr. Für die Kamera. Brauchen wir ein langes Kameraobjektiv. Wie Ingo sagt, ein Ofenrohr. Den kleinen da. Ich weiß nicht, ob man sie sieht. Da sind kleine Babys. Mami mit Babys. Ich hoffe, man kann sie sehen. Wie putzig. Ich hoffe, man kann sie sehen. Thank you.
ganz schön was los hier im hinteren Bereich. Da. Ganz alleine. Hat keinen Bock auf die anderen. Pferdchen. Das sind Pferdchen. Da sind auch noch Tierchen. Und da hinten geht's weiter. Unendlich weiter. Das ist ein Nutri. Nein, das ist eine fette Bisamratte. Bisamratte oder Nutri? Das ist ein Nutria. Ja. Das sind die auch in Bonn. Obwohl, der hat einen langen Stelz. Könnte doch eine Bisamratte sein. Fragen über Fragen. Ja, bis er mich speist oder was? Der hat überhaupt keine Angst. Du hast keine Angst, ne? Du bist ganz cool, ne? Ja. Wir lassen ihn in Ruhe. Und es ist der Nutria, den wir gerade gefilmt haben. Weil der Kastor oder Biber, der hat hinten einen breiten Schwanz.
Also alles in allem ein wirklich sehr, sehr schön angelegter Vogelpark. Wirklich richtig schön und man kann wirklich viel sehen. Also man kommt echt auf seine Kosten. Es hat uns Spaß gemacht. Wir sind jetzt nur die kleine Runde gegangen. Dann sind wir einmal kurz über die Brücke für die große Runde und sind dann nur kurz zu den Wildpferden gegangen. Die haben wir dann noch mitgefilmt und dann sind wir wieder zurück. Weil die große Runde wären wie viele Kilometer? 4,5 Kilometer gewesen. Und die kleine Runde war jetzt wie viel? 2,5, 2,6 Kilometer. Das hat gereicht bei der Hitze. Jetzt wird es bewölkt. Wir wären doch ein bisschen später besser losgegangen. Ich hoffe, ich habe mir keinen Sonnenbrand geholt. Auf jeden Fall sehr zu empfehlen, dieser Park. Also ich kann nur jedem, der gerne Natur hat und gerne Vögel guckt, kann ich das nur empfehlen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Dankeschön. Bis bald. Ciao.